Die kurze fußballlose Zeit nach der Weltmeisterschaft ist zu Ende. Ab heute Abend rollt der Ball wieder. Und wie? Das Auftaktspiel in der dritten Liga findet hier am Biebrerberg statt. Und zwar vor einer tollen Kulisse. Es mögen vielleicht 10.000 Zuschauer sein. Hier haben wir die Saarbrücker-Fans. Und das ist, um diesen Pokal geht es. Wer diesen Pokal am Ende nach 38 Spieltagen in den Händen hält, der steigt auf in die zweite Fußball-Bundesliga. Hier die Offenbacher Fans. Wie gesagt, gut 10.000 Zuschauer hier am Biberer Berg. Eine fantastische Atmosphäre. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Auftaktspiel in der dritten Liga zwischen Kickers Offenbach und dem ersten FC Saarbrücken. Und damit begrüße ich auch ganz herzlich die Zuschauer im Saarland. Ein bisschen WM-Feeling ist zurückgekehrt mit diesem Opening, was Sie hier hinter mir sehen, da werden Fahnen hereingetragen des Deutschen Fußballbundes. Und ein Bundesliga-Referee wird diese Auftaktbegegnung hier leiten. Es ist auch das Spiel eines Meisterschaftsfavoriten, nämlich Kickers Offenbach. Gleich 12 Drittligatrainer haben Kickers Offenbach zum Aufsteiger getippt gegen einen Aufsteiger. Und der Aufsteiger, der hat aber in der Vorbereitung bislang noch nicht verloren. Zuletzt gar ein 3:0-Sieg beim Zweitligisten FSV Frankfurt. Und es ist auch das Spiel der neuen Kickers mit alten Zielen. Sie wollen hoch in die zweite Liga. Und dazu haben sie 15 neue Spieler geholt, 16 abgegebene Etat erhöht. Und die Saarbrücker, für den Aufsteiger, kann das Ziel nur Klassenerhalt lauten. Ein Wermutstropfen ist in den Becher der Offenbacher gefallen, denn der Abwehrspieler Huber hat sich zuletzt im Spiel gegen Saloniki verletzt. Muss also, hier haben wir ihn im Bild, Alex Huber, muss also wahrscheinlich die ganze Vorrunde pausieren, einen Kreuzbandanriss. Und auf der anderen Seite bei Saarbrücken gibt es ein Wiedersehen mit Stefan Sieger. Der ehemalige Offenbacher fand den Weg über Düsseldorf. Hier haben wir ihn beim Einmarsch ins Stadion, über Düsseldorf den Weg nach Saarbrücken. Genug der Vorrede, alles Weitere nun zum Auftaktspiel der dritten Liga zwischen Kickers Offenbach und dem ersten FC Saarbrücken von meinem Kollegen Marc Schlömer. Kickers Offenbach gegen den FC Saarbrücken, das ist Fußballtradition unter Flutlicht und ein Hauch von mindestens zweiter Liga. Und genau dahin, in die zweite Liga, wollen ja die Offenbacher, auch von mir nochmal. Herzlich willkommen zum Eröffnungsspiel der Saison 2010-2011. 15 Neuzugänge haben die Kickers also geholt und 6 von ihnen heute in der Startelf. Der OFC in einem 4-1-4-1-System aufgestellt. Im Tor Wolnikowski, davor die Viererkette mit Teixeira, Stadel, Kopilas und Telch. Damahu in der zentralen Defensive, einer der neuen. Dann davor Berger, Feldern, Haas, Mesic und vorne der einzige Stürmer, auch neu gekommen, Olivier Ocean. Auf der Gegenseite der FC Saarbrücken ohne seinen verletzten Stammkeeper Enver Marina angereist. Dafür der erst 19-jährige Andy Huber als Ersatztorhüter dabei. Die Abwehr um Forkelmann, Lerandi und dem Ex-Offenbacher Mike Schutzbach und der ehemalige Offenbacher Sieger. Dann im Mittelfeld um ihn herum Zimmermann, Zeitz, Weißmann und vorne die beiden Spitzen Girgic und Pisano. Es war trocken heute, den ganzen Tag in Offenbach. Eben gerade kam dann ein bisschen Wind auf und es hat ein bisschen zu tröpfeln angefangen. Ansonsten aber beste Bedingungen, der Platz bestens bespielbar. Anstoß hat der FC Saarbrücken, der Aufsteiger in Schwarz und Blau. Geleitet die Partie, Werner Damm hat es angesprochen, vom Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann. Nach 4 Jahren des Verschwindens ist der erste FC Saarbrücken zurück auf einer bundesweiten Bühne in einer bundesweiten Liga. Erst 3-mal in Folge abgestiegen, dann innerhalb von 2 Jahren aus der 5. in die 3. Liga. Erste Freistoßentscheidung von Schiedsrichter Peter Gagelmann. Giuseppe Pisano, der italienische Stürmer des FC Saarbrücken, gefoult. Und Standardsituationen haben beide Mannschaften ordentliche im Programm. Robert Wolnikowski, Offenbachs Keeper, der einzige, der schon vor Beginn der Vorbereitung gesetzt war.
sowieso der Publikumsliebling hier am Biberer Berg. Stefan Sieger, Girgic, Sieger, Zeitz, Girgic und nochmal Zeitz, also sofort zu erkennen. Der FC Saarbrücken ist eine Mannschaft von hohem spielerischen Niveau. Der neue Trainer Jürgen Luginger seit 5 Wochen im Amt lässt Fußball spielen und hier haben wir die Bank der Gastgeber von Kickers Offenbach. Da sind die prominentesten Neuzugänge zu finden. Die beiden vom FSV Frankfurt gekommenen Mehic und Husterer, außerdem von Unterhaching Thomas Rathgeber und auch der Spielmacher, der gedachte Elton da Costa, während wir hier die erste Chance sehen. Berger! Keine 2 Minuten vorbei. Dennis Berger hat die erste Möglichkeit der neuen Saison. Herausgespielt von Ocean Haas und Feldhahn. Und er hat zwar einen linken Fuß, Dennis Berger, und trotzdem muss er da mehr rausmachen. Noch einmal Dennis Berger, gekommen von Jan Regensburg, der gebürtige Österreicher, der früher auch schon mal für Hessen-Kassel spielte. Und um die Situation zu Ende zu schildern, was die Reservisten angeht, also da Costa, der Spielmacher, gekommen vom FC Augsburg, ist noch nicht richtig fit. Und das Gleiche gilt auch für Husterer und Mehic. In der Vorbereitung haben sich besonders die jungen Neuzugänge hervorgetan. Und deshalb bekommen die heute auch hier ihre Einsatzchance von Kickers-Trainer Wolfgang Wolf. Kopilas, gerade von seinen Mitspielern zum neuen Kapitän gewählt. Oliver Ocean, der neue Stürmer der Kickers, im Duell mit Lerandi. Spiel läuft weiter. Und das war eine richtige Entscheidung, hier weiterlaufen zu lassen von Peter Geil. Stade. Attackiert von Weißmann. Also die Saarbrücker Spieler haben laut eigener Auskunft eine stürmische Anfangsphase von Offenbach erwartet. Dass die Kickers sofort ein hohes Pressing gehen, sofort hohen Druck ausüben. Und nach der ersten Chance von Dennis Berger sieht das ja auch ganz danach aus. Haas. Stade. Damahu. Joel Damahu, von der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach verpflichtet, soll über das zentrale defensive Mittelfeld herrschen. Stürmerfoul von Olivier Ocean auf den Wolfgang Wolf, der Trainer der Kickers. Stolz ist, dass er ihn verpflichten konnte, aus der ersten Liga von Norwegen, aus Lilleström gekommen. Genauso einen Stürmertyp hat Wolfgang Wolf nämlich gesucht. Robust, groß und jederzeit anspielbar.
Schon der vierte oder fünfte Ball, der hoch und lang auf Olivier Ocean gespielt wird. Das Offenbacher System ist auf dem Papier ein 4-1-4-1, also mit Ocean als einzige Spitze. Aber in Ballbesitz versuchen die Außen Dennis Berger auf links und Mirnes Mesic auf rechts den Angriff um zwei weitere Stürmer zu erweitern. Da haben wir Mirnes Mesic in der Vorsaison. War er oft die einzige Spitze bei den Offenbachern hier im Duell mit Stefan Sieger. Schiedsrichter Gagelmann ist nicht gerade großzügig unterwegs. Versucht sofort eine Linie, eine etwas kleinliche Linie vorzugehen. Das aber pfeift er zurecht ab. Weißmann. Und die Kontermöglichkeit im eigenen Stadion für Dennis Berger. Gut geöffnet für Mesic. Damahu. Nochmal Mesic. Forkel gegen Berger. Kein Foul, Einwurf Saarbrücken. Jetzt zeigen die Offenbacher mal das erwartete Pressing. Und schon hat der Gast Probleme in der Spielentwicklung. Stadl. Die Kickers sind im Aufstieg fest verpflichtet. Wolfgang Wolf hat einen radikalen Umbruch angekündigt und dann auch vollziehen dürfen. Ende des Jahres soll hier der Stadionneubau beginnen. Der Etat ist erhöht worden. Der Aufstieg ist das erklärte Ziel. Und daran müssen sich Mannschaft, Trainer und Vereinsführung am Ende dann auch messen lassen. Auffällig in den ersten 10 Minuten auf jeden Fall, dass bei Offenbach viel über links geht. Relativ wenig dagegen über die rechte Seite. Berger. Viele Ballkontakte und das gibt die erste gelbe Karte für Stefan Sieger. Und den ersten Freistoß in Tornähe. Und da hat Wolfgang Wolf einige Spezialisten eingekauft. Vor allen Dingen erst einmal für die Ausführung. Da steht jetzt beispielsweise mit Nikolas Feldhahn ein Könner parat und außerdem viele große Spieler verpflichtet, viele Spieler um die 1,90, 7 Spieler um die 1,90 oder größer im Kader. Auch wenn die jetzt erst einmal inklusive der Saarbrücker beruhigt werden müssen von Peter Gagelmann. Feldhahn und Hubert. Erste ordentliche Aktion von Saarbrückens Ersatzkeeper, dass er sich da im Luftduell durchsetzt. Okay.
Lerani. Zeitz. Und der Ball im Aus. Einwurf gibt's für die Kickers. Martin Forkel, Neuzugang von der TuS Koblenz, mit Problemen bei der Ballverarbeitung. Pass. Mesic. Und der Rechtsverteidiger Christian Telch macht mit. Telch. Guter Auftritt von Christian Telch. Er ist der Vertreter des, wir haben ihn eben gerade gesehen, des am Kreuzband verletzten Alexander Huber. Auch Telch, ein Neuzugang, verpflichtet von der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05. Kopilas, Stadel. Girgic, Damahu. Gut gemacht von Mesic. Vorteil lässt Gagelmann laufen. Und das ist für Manuel Zeitz. Also trotz der gelben Karte, die er eben gegeben hat gegen Stefan Sieger, so richtig Ruhe kriegt Peter Gagelmann noch nicht in diese Partie. Nach fast einer Viertelstunde das Spiel von Fouls noch durchsät. Kleinigkeiten zwar, aber ein Spielfluss kommt noch nicht zustande. Girgic. Abgepfiffen. Willemir Girgic, er und Pisano, die beiden Stürmer bei den Gästen. Gesucht wird Olivier Ocean, auch von Wulnikowski. Mesic und Haas. Jetzt pfeift Peter Gagelmann und das zu Recht. Und es gibt wieder einen Freistoß, für den dann von der rechten Seite der Linksfuß Dennis Berger zuständig ist. Und die Großen wie Abwehrchef Kopilas, wie Damahu, wie Ocean, wie Haas und wie Nikolas Feldhahn, die alle um die 1,90 sind, wie angesprochen, alle vorne drin. Berger. Und Hubert. Zeitz gegen Mesic, der mit Dennis Berger nach dem Freistoß die Seiten getauscht hat. Forkel. Markus Mann. Und das ist Mike Schutzbach, der ehemalige Offenbacher. Kopilas von Girgic bedrängt. Also die Offenbacher, eine sehr körperliche Mannschaft sind sie geworden. Wolfgang Wolf hat da viel Wert drauf gelegt.
Dagegen ist der heutige Gegner eher klein gewachsen. Der Aufsteiger zu Hause von der Saarbrücker Zeitung unlängst schon als die Saarbrücker Zwerge bezeichnet. Deshalb auch die Devise bei den Gästen: Standards, so gut es geht, vermeiden in eigener Torraumnähe. Das ist der Trainer der Gäste, Jürgen Luginger, links, seit gut 5 Wochen im Amt. Im Februar war er beim Zweitligisten Rot-Weiß Oberhausen entlassen worden. Weil er früher mal ein Jahr in Saarbrücken spielte, wurde man sich dann schnell einig. Denn die Saarbrücker suchten schnell einen Ersatz für ihren Erfolgscoach Dieter Ferner, mit dem die Mannschaft 2-mal in Folge aufgestiegen ist, dem aber die nötige Lizenz für die dritte Liga fehlt. Ferner nun Sportdirektor und Luginger, der neue Chefcoach beim FC Saarbrücken. Nächste Foulspiel von Nicolas Feldhahn. Wolfgang Wolf war die Mannschaft in der Rückrunde zu brav. Deswegen hat er die Mannschaft auch so sehr aussortiert. Die Neuzugänge sollen viel Aggressivität reinbringen. Das zumindest ist in den ersten gut 20 Minuten schon mal zu erkennen. Pass. Mesic. Dann Mahu. Nochmal Haas. Und Ocean hat da entweder absichtlich oder unabsichtlich, davon gehen wir erstmal aus, Markus Mann getroffen. Also das ist grenzwertig, was Oliver Ocean da macht. Unterstellen wollen wir ihm keine Absicht, aber er tritt schon mit dem Fuß auf das darunterliegende Bein von Markus Mann, der da auch die Entschuldigung von Ocean nicht angenommen hat. Bei allem Erwartungsdruck, bei aller auch geforderten Aggressivität dürfen es die Offenbacher auch nicht übertreiben. Telch, Haas, Mesic. Und der nächste Freistoß, den Offenbach im Halbfeld erhält. Schon in der Rückrunde hatten sich die Standardsituationen unter Wolfgang Wolf erheblich verbessert. Läufe und Raumwege sind dann neu geordnet worden. Und jetzt hat Wolfgang Wolf auch die Spieler, die mutig in die Bälle reingehen. Berger. Vier gegen vier, Kontersituation für Saarbrücken. Girgic gegen Berger. Eben den Freistoß ausgeführt und das jetzt elegant gelöst von Dennis Berger. Damau. Ocean, Haas. Missverständnis mit Dennis Berger, der den Pass da hätte früher bekommen müssen. So war er im Abseits. Aber auch so eine kleine Aktion reicht schon, um hier wieder Leben in die Bude zu bringen. Um das Publikum positiv für sich wirken zu lassen. Teixeira. Thank you.
bester Offenbacher in den Anfangsminuten. Dauerkarten haben die Kickers verkauft. Circa 10.000 Zuschauer sollen es heute sein. Auf der Gegengerade die treuesten Fans, die Gegengerade, die im Zentrum auf dem Stadion Neubau steht, 1952 gebaut worden. Für 25 Millionen Euro steht der Stadion Neubau hier an. Mäßig. Wieder war Dennis Berger da, den da auf seiner linken Seite nicht viel hält. Und das sind die mitgereisten Saarbrücker Fans. 2000 sollen es ungefähr sein. Es gab wohl noch mehr Interesse, aber weil heute kein Zug mehr zurück nach Saarbrücken fährt, sind viele vor dem Fernseher geblieben und sehen jetzt vielleicht die nächste Chance. Zumindest mal den ersten Versuch von Olivier Ocean. Aus Kanada stammt er, aus Norwegen haben ihn die Kickers geholt. In Norwegen hat er es verletzungsbedingt vergangene Saison aber nur auf 3 Einsätze gebracht. Und bei den Kickers will er sich auch wieder für die kanadische Nationalmannschaft empfehlen, für die er 17 Länderspiele bislang absolviert hat. Teixeira und Nicolas Feldhahn gesucht. Natürlich fehlt der Wolfgang Wolf, vor allen Dingen Elton da Costa, den er überraschenderweise vom FC Augsburg holen konnte. Ein aufgrund seiner Technik für die dritte Liga überdurchschnittlicher Spielmacher. Der aber wegen einer Wadenverletzung die letzten 2 Wochen nicht voll trainieren konnte. Teixeira. Berger. Und Freistoß gibt es erneut für die Kickers, die sich langsam dem 16-Meter-Raum nähern. Forkel muss eben behandelt werden, weil er ein bisschen Blut aus der Nase geströmt ist. Freistoß von Feldhahn. Mesic. Also nach der 3. Minute die nächste gute Möglichkeit. Marco Kopilas ist es, der den Freistoß von Feldhahn verlängert. Und Andy Huber geht auf Nummer sicher, ist noch dran und klärt zum Eckball. Und auch der ist ein Fall für Berger. Hubert. Gut gelöst vom 19-Jährigen. Der im letzten Saisonspiel der Regionalliga den Saarbrückern aufgefallen war. Da spielte Hubert noch für den Bonner SC, wurde dann umgehend als Ersatzkeeper verpflichtet. Und heute muss der 19-Jährige gleich beim Debüt in der 3. Liga ran. Lerandi. Pisano. Und viel Platz für Schutzbach. Feldhahn, Haas, Ocean.
Entweder er fault selber oder er wird gefoult. Olivier Ocean auf jeden Fall immer mittendrin. Ocean. Bisher ist Offenbachs Masterplan so eindeutig ganz klar auf Olivier Ocean zugeschneidert. Allerdings ist das auch eindeutig und sehr ersichtlich für den Gegner, der sich darauf immer besser einstellen wird. Damau, Ocean, diesmal unterbrochen von Lerandi. Nisic. Gefoult von Weißmann. Peter Gagelmann verzichtet aber erneut auf eine gelbe Karte. Vielleicht wäre es mal wieder an der Zeit für das Foul hier auf jeden Fall. Peter Gagelmann, der nach dem Spiel zurückreist zum Schiedsrichterlehrgang in den Schwarzwald, wo seit Donnerstag die Unparteiischen der ersten und zweiten Liga auf die neue Saison eingestellt werden. Verabredet worden ist dort bereits ein härteres Durchgreifen bei heftigen Tritten. Und zu dem gehörte der eben gerade. Feldhahn. Und freie Bahn für Haas. Nochmal Steffen Haas. Und er ist drin. Die Führung für Offenbach. Zu 0 für Kickers Offenbach in der 29. Minute. Steffen Haas und ein ganz krummes Ding bringen Offenbach nach vorne. Die Führung der Kickers aufgrund des häufigeren Ballbesitzes durchaus verdient. Auch wenn bisher zu wenige klare Chancen herausgearbeitet worden. Prototypisch dann auch dieser Treffer im zweiten Versuch. Kommt Steffen Haas da zum Schuss. Erst wird er geblockt von Forkel und dann scheint es, als würde Markus Mann abfälschen. So ist es und das ist keine Chance dann für Andy Hubert. Steffen Haas, der sich am ersten Tag der Vorbereitung gleich verletzt hatte, einen Bänderriss zugezogen hatte, eigentlich 4 Wochen ausfallen sollte, aber nach 2 Wochen schon wieder zurück war und den Trainingsrückstand sichtlich aufgeholt hat. Freistoß, jetzt aber auch aus ähnlicher Position auf der Gegenseite. Nico Zimmermann übernimmt das, während Peter Gagelmann wieder Friedensgespräche führen muss am und im Strafraum. Jetzt aber freigegeben. Der Freistoß von Zimmermann. Girgic und Teixeira. Hubert weit draußen vor seinem Tor. Und auch das löst er ganz ruhig, ganz cool. Teixeira. Lerandi. Der Innenverteidiger vorne geblieben nach dem Freistoß. Damau und Olivier Ocean, der jetzt auch mal einen Ball mal halten müsste da vorne. Jetzt vielleicht Ocean, Teixeira und die rechte Seite ist völlig frei, aber der Ball von Teixeira kommt nicht vernünftig an. Wieder ein Foul von Markus Mann, der nächste Freistoß. Also auf hohe Bälle zu setzen, hat sich aufgrund der Torvorbereitung des ersten Treffers in dieser Saison durchaus schon bezahlt gemacht.
für den Freistoß dann wieder Dennis Berger verantwortlich. Aber das ist ganz wichtig, als Aufstiegsfavorit in so ein Spiel zu starten gegen einen absoluten Außenseiter wie Saarbrücken und dann in Führung zu gehen. Berger. Jeder Ball, der vorne reinkommt, stiftet Verwirrung im Saarbrücker Strafraum. Stadel, abseits. Da haben wir noch mal das Tor und weil Markus Mann den Ball so klar abfälscht, den Richtungswechsel so vorgibt, ist es dann doch wohl eher ein Eigentor des Saarbrücker Kapitäns, der Chefspieler seiner Mannschaft, der so viel für den Aufstieg getan hat. Erst einmal geht seine Bemühung nach hinten los im ersten Spiel in der dritten Liga. Girgic. Zimmermann. Der Aufsteiger wartet noch auf seine erste ernsthaft gefährliche Möglichkeit. Bisher ist es noch ein vergleichsweise ruhiger Abend, die erste halbe Stunde für Robert Wulnikowski. Und in der Mitte ist Friedhelm Funkel, der mittlerweile Trainer bei VfL Bochum ist. Und der VfL Bochum trifft in der ersten DFB-Pokalrunde hier auf Kickers Offenbach. Das war vor allen Dingen ein Verdienst von Mirnis Mesic, der im Hessen-Pokalfinale gegen Kassel den entscheidenden Treffer schoss. Ocean und du! Ganz da dran am zweiten Treffer. Olivier Ocean hat da mal Platz, mal nicht so bedrängt von Lerandi oder von Mann. Und außerdem sah das Stellungsspiel von Hubert da auch nicht so perfekt aus. Also ganz knapp von Olivier Ocean an den Pfosten der Versuch des Kanadiers. Viele Fans haben auch schon Trikots von Olivier Ocean gekauft, seine Trikots und die des heute noch nicht auf dem Platz befindlichen Da Costa waren der Renner in den vergangenen Wochen. Ocean, gut mal abgelegt auf Feldhahn. Damau. Feldhahn, Berger. Und auf Verdacht mal abgezogen, auch das gehört dazu. Nicolas Feldhahn, also das Selbstbewusstsein, die Sicherheit in den Aktionen ist deutlich gestiegen bei den Kickers seit dem Führungstor. Randi. Kickers ziehen sich mal weit zurück
Und dann ist dann auch kaum Raum da für Saarbrücken, das Spiel aufzuziehen. Wolfgang Wolf, der ja nachdem die Vereinsführung ihm zugesichert hat, die finanziellen Mittel für eine aufstiegsfähige Mannschaft zur Verfügung zu stellen, seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert hatte. Im Februar ist er gekommen, Wolfgang Wolf, als Nachfolger des damals entlassenen Steffen Menze. Als Tabellensiebter dann die Saison abgeschlossen. Das ist für Offenbacher Verhältnisse und vor allen Dingen für die Befindlichkeiten der Fans hier zu wenig. Berger. Und auch den Freistoß erhalten die Kickers. Also das ausgegebene Credo von Jürgen Luginger, Standards zu vermeiden, dem werden die Gäste nun immer weniger gerecht. Gut gesucht, das 1 gegen 1 von Berger, der natürlich dann auch das Foul und den Freistoß provoziert. Wieder Nicolas Feldhahn. Und wegen Stürmerfouls von Damahu abgepfiffen von Peter Gagelmann. Vorkel da von Minus Mesic. Noch einen mitbekommen, weswegen Mesic nun auch zur Unterredung beim Schiedsrichter herangezogen wird. Telch. Bisschen lang gezögert und hat dann das Glück, dass wegen hohen Beins abgepfiffen wird. Also schon in der Vorbereitung war auffällig, dass Saarbrücken Schwierigkeiten hat, Chancen zu kreieren. Hinzu kommt die verhältnismäßig große Kulisse, die für einige Spieler auch neu und ungewohnt ist. So richtig haben sich einige der Gäste nach einer relativ engagierten Anfangsphase noch nicht akklimatisiert in der neuen Liga. Jetzt vielleicht aber ein neuer Versuch mit Pisano und Zimmermann. Mesic, Telch. Girgic, Pisano und der Neuaufbau verläuft über Sieger und Lerandi. Und jetzt erpressten die Kickers mal mit Erfolg Dennis Berger und Olivier Ocean, kein Abseits. Ocean, Berger ist mitgelaufen, Ocean! Trotzdem ein hervorragend herausgespielter, gut inszenierter Konterangriff der Gastgeber. Teixeira. Mesic gegen Schutzbach. Und wieder hat Haas relativ viel Platz. Verteidigt von Damahu, der sowieso da viele Räume im Zentrum zustellt. Im wahrsten Sinne des Wortes der Sechser bei Kickers Offenbach. Nicht nur auf dem Trikot, sondern auch im System ist er die Sechs, der Ballräuber im Mittelfeld.
Also Damahu defensiv und Dennis Berger, der Saarbrücken weiterhin vor viele Probleme stellt, mit die auffälligsten und produktivsten bei den Kickers. Auffällig auf jeden Fall auch Oliveros Berger. Huber. Pisano. Und Ocean. Der immer besser es versteht, die Bälle anzunehmen, sie zu halten und sie abzulegen. Auch wenn das jetzt hier ein bisschen zu viel war, der Pass war allerdings auch nicht gut. Damau wieder mit dem Ballgewinn und kein Vorteil lässt Schiedsrichter Gagelmann da laufen, weswegen auch Wolfgang Wolf erbost ist und direkt zum Schiedsrichterassistenten gegangen ist. So gibt es aber die gelbe Karte für Manuel Zeitz. Und dass wir den zum ersten Mal so richtig lange im Bild haben, das spricht auch für die Leistung der Kickers bisher. Manuel Zeitz, der zu Recht verwarnt wird. Auch wenn man da hätte sicherlich den Vorteil laufen lassen können. Manuel Zeitz geht so, ist so ein bisschen das Supertalent der Saarbrücker, von vielen Bundesligisten umworben. Im zentralen Mittelfeld, aber bisher noch nicht so auffällig wie beispielsweise Damahu auf der Gegenseite. Ist aber auch erst 19 Jahre alt. Fällt an. Berger. Foulspiel von Damahu gegen Zimmermann. Anderthalb Minuten noch in der regulären Spielzeit der ersten Hälfte. Mesic. Auch wenn Peter Gagelmann sehr kleinlich pfeift. Große Fehler hat er bisher noch nicht begangen. Das ist eine klare Linie, an die sich die Spieler dann auch richten können und orientieren können. Sieger. Lerandi. Offenbach ist jetzt wieder weit zurückgezogen. Und dementsprechend wenig fällt den Gästen dann auch ein. Kurz vor Ende der ersten Hälfte bekommen die Kickers nochmal einen Freistoß, der die Großen nach vorne schicken lässt. Und das ist natürlich ein Foul von Markus Mann. Und das ist durchaus eine verheißungsvolle Position für Dennis Berger und Kollegen. Berger. Damahu, Ocean. Wolnikowski hat den letzten Ballkontakt der ersten Halbzeit. 1:0 führt Kickers Offenbach gegen den FC Saarbrücken nach 45 Minuten. Ein Spiel mit eher wenig Torraumszenen, dafür vielen kleinen Fouls. Saarbrücken, der Aufsteiger, offensiv zu harmlos, da fehlt noch die ganz große Idee, da ist noch nichts Zwingendes zu sehen bei den Gästen. Und Kickers Offenbach dagegen, die Mannschaft hat sich deutlich verändert im Vergleich zur Vorsaison. Die Mannschaft vielleicht nicht mehr spielerisch so stark oder noch nicht spielerisch so stark, wie sie es in der Vorsaison war. Dafür ist sie körperlich, physisch besser drauf. Und so ist dann auch das einzige Tor des Tages entstanden, das Markus Mann letztlich fabriziert hat. Werner, dann bitte. Ja, der Auftakt ist gemacht in der Drittligasaison 2010-2011. Kickers Offenbach führt bei Halbzeit gegen den ersten FC Saarbrücken mit 1:0. Neben mir darf ich ganz herzlich Andi Möller begrüßen, den Weltmeister von 90. Andi, wie fällt denn Ihr Fazit aus zu dieser ersten Hälfte?
Ja, es ist erwartet schweres Spiel für uns. Sehr kampfbetont und ja, ich bin froh, dass wir 1-0 führen. Aber es ist keine leichte Aufgabe heute. Wir werden uns gleich noch weiter und intensiver unterhalten über diese erste Hälfte. Zunächst gehen wir mal zurück zu den Nachrichten. Ist das halt verboten hier am Biberberg, Vuvuzelas? Also die Vuvuzelas sind bei uns nicht erwünscht und auch ich glaube der Ordnungsdienst und auch die Polizei haben uns davor gewarnt, dass man die Vuvuzelas hier mitbringt und ich habe keine gehört und ich denke, da hält sich auch jeder dran. Könnten ja auch als Wurfgeschosse benutzt werden, also so oder so ist es in jedem Fall besser. Kommen wir mal zum Spiel von heute. 1-0 steht es für die Kickers aus Offenbach gegen den Aufsteiger aus Saarbrücken, erwartungsgemäß, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Ja, ich bin persönlich sehr froh, dass wir 1-0 führen. Es ist wirklich ein sehr, sehr schweres Spiel heute. Es ist ein Abnutzungskampf. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften noch nicht wissen, wo sie genau stehen. Und ich gehe davon aus, dass es in der zweiten Halbzeit vom Spielerischen ein bisschen besser wird bei uns. Und ja, wir haben noch einige Hochkaräter auf der Bank. Die werden sicherlich auch im Laufe des Spiels noch zum Einsatz kommen. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir hier uns mit dem Sieg dann verabschieden. Wir schauen mal auf das einzige Tor, was heute gefallen ist. Und zwar hat es der Steffen Haas geschossen. Hier die Vorbereitung auf das Ganze. Im ersten Versuch nochmal abgeblockt. Dann im zweiten Versuch mit Glück abgefälscht das Ding vom Saarbrücker Kapitän Markus Mann. Das war das 1-0 für die Offenbacher. Sicherlich verdient, aber letztlich glücklich, Andi. Ja, es war auch eine Parole vom Trainer. Wir haben Standards geübt und die Abpraller, die zweiten Bälle, dass die zu uns kommen und der Steffen hat es probiert und er wurde auch belohnt. Ganz egal, der Ball war drin und wir sind froh, dass wir 1-0 führen. Ja, der Torwart, der junge Andi Hubert, 19 Jahre, ist ja eingesprungen für den Tamesin-Torwart, macht seine Sache gut, konnte an dem Ding gar nichts machen, muss man einfach sagen, gute Leistung. Ja, war abgefälscht und konnte dann nicht mehr reagieren und da kann man dem Jungen keinen Vorwurf machen. Dann gab es eine zweite Möglichkeit durch den Neuzugang, durch Olivier Ocean, sollten wir auch noch mal kurz reingucken. Das war ein Mordsding, was er da abzieht. Ja, dafür ist er bekannt, dass er aus jeder Situation sofort den Abschluss sucht und er ist sehr schussstark. Hier schießt er mal mit rechts, er hat auch einen sehr guten linken Fuß, also da hoffen wir uns natürlich einiges. Ja, da hat nicht viel gefehlt, hätte aber auch abspielen können, sei es drum. 1-0 reicht nicht zum Sieg, oder? Ja, wir müssen aufs zweite Tor gehen, ganz klar. Wir müssen versuchen, das zweite Tor zu machen und dann vielleicht dann auch ein bisschen dieser Brückner weiter zu locken aus der Abwehr heraus. Und ja, ich denke, das wird noch eine interessante Partie werden. Denn ganz ungefährlich war es nicht. Wir schauen mal auf eine Szene kurz vor der Pause. Das war die Chance für Saarbrücken. Zu kurze Abwehr nach hinten. Wulnikowsko musste mit dem Kopf klären. Ja, Nils Texera hat das ein bisschen unterschätzt, aber trotzdem souverän geklärt dann noch von Robert Wulnikowsko. Schönen Dank, Andi Möller. Und wir machen weiter mit der zweiten Halbzeit mit Marc Schlömer. Und die Bildführung hat weiterhin Valentin Lotz. 1-0 führt Offenbach also in diesem Geduldsspiel gegen den Aufsteiger, gegen Saarbrücken. Offenbach jetzt von links nach rechts in Rot und Weiß. Oliver Ocean, eben gerade angesprochen, da gleich schon wieder mal in Tornähe. Es hat keine Wechsel gegeben, beide Mannschaften also unverändert. Saarbrücken hat sowieso nur drei Stürmer überhaupt im Gesamtkader, deswegen da offensiv verhältnismäßig wenig Möglichkeiten zum Tauschen. Spiel von Nico Weißmann. Berger. Ball im Aus. Dennis Berger. Der beste Spieler bei den Offenbachern und damit auch auf dem gesamten Platz in den ersten 45 Minuten. Thank you.
Mesic versucht, Druck zu machen auf Markus Mann. Auffällig auch, dass es bisher nur einen einzigen Eckball in dieser Partie gegeben hat. Bedeutet gleichzeitig auch, dass beide Mannschaften über die Außen zu wenig Druck machen, zu selten auf die Grundlinie kommen. Und daran krankt noch das Niveau dieser Partie. Gergic. Und der ehemalige Offenbacher Mike Schutzbach, 2 Jahre lang hatte für die Kickers gespielt. Sieger hat 4 Jahre für Offenbach gespielt. Und das ist Forkel. Zumindest mal ein erstes Offensivzeichen in der zweiten Hälfte vom FC Saarbrücken. Martin Forkel, gestern ist er 31 Jahre alt geworden, soll diese junge Saarbrücker Mannschaft, soll ihr helfen, soll ihr Ruhe und Stabilität verleihen. Forkel mit 164 Zweitligaspielen für Koblenz und Burghausen. Der erfahrenste in der Mannschaft. Schutzbach schlecht gegen Mesic. Und dann Stürmerfoul gepfiffen. Weil Mesic da zu hart auf Lerandi drauf geht. Ein sehr sicherer Vertreter für den verletzten Alexander Huber. Berger. Forkel. Kein Foul von Damau. Ordentlich aufgebaut jetzt von den Kickers. Steffen Haas mit Platz. Und dann war es Feldhahn, der sich da festgerannt hat. Berger. Freischuss gibt es für den OFC und das war ja bisher das beste Mittel im Spiel der Kickers. Hohe Bälle ins Zentrum, sei es aus dem laufenden Spiel oder eben auch per ruhendem Ball. Und Dennis Berger muss sich erst einmal den Schuh richten nach dem Foul von Stefan Sieger, der seinerseits auch schon die gelbe Karte gesehen hat, ebenso wie der Saarbrücker Manuel Seitz. Offenbach dagegen noch unbelastet. Dennis Berger muss sich dann da helfen lassen, weil der Schuh so eng geschnürt ist, dass er den nicht wieder raufkriegt. Und jetzt versucht das mit dem Mund. Also das kann noch eine Weile dauern. Nikolas Feldhahn war da auch vergeblich hilfreich. Also in die Kategorie Zeitspiel fällt das, glaube ich, nicht. Das ist wirklich missgeschickt. Und jetzt kann es auch weitergehen. Währenddessen der Freistoß schon von Lerandi und Dennis Berger bindet sich noch die Schuhe, das nur nebenbei. Steffen Haas. Mesic attackiert von Mike Schutzbach. Und auch das müsste eigentlich eine Verwarnung nach sich ziehen.
Dennis Berger übrigens hat seine Schuhe wieder gebunden und trabt nun langsam rüber, um den Freistoß mit gebundenem Schuh auszuführen. Keine Verwarnung für Mike Schutzbach, also Peter Gagelmann. Pfeift zwar kleinlich, aber großzügig mit den Karten ist er nicht. Beste Position für Dennis Berger. Schutzbach. Und der zweite Ball für Mesic. Also, die Kickers schaffen es, den FC Saarbrücken hinten zu halten. Mesic. Kelch. Haas. Und er ist gut. Fast für Olivier Ocean. Abgepfiffen wegen Foul des Kanadiers. Trotzdem, da ging es mal über die Außen und schon wird es auch sofort gefährlich. Von Telch und Haas ordentlich vorbereitet. Und dann steht Olivier Ocean einen Tick zu weit hinten drin. Und Steffen Haas klatscht, weil die Zuschauer auch klatschen. 9.200 Zuschauer hat der Stadionsprecher gerade verkündet. Eine gute Kulisse, gerade in der Ferienzeit hier am Biberer Berg. Mesic. Lerandi. Gut gemacht gegen Berger. Girgic. Mann, Fockel, das sieht nicht unbedingt schön aus, wie die Kickers hier spielen, aber es ist sehr effektiv, es beeindruckt den Gegner, der seinerseits kaum mal die Gelegenheit bekommt, einen vernünftigen Angriff zu inszenieren. Jürgen Luginger, der hier eigentlich immer wieder schnell von Abwehr auf Angriff umschalten lassen wollte über die schnellen Außen, aber das ist bislang noch überhaupt nicht aufgegangen. Und aufgrund des Rückstands sind die Gäste nun auch aufgefordert, die Spielgestaltung mehr und mehr zu übernehmen. Haas, Mesic, Mahu, der fast keinen Fehlpass spielt, Berger. Und der entscheidende Ball kommt nicht an auf Olivier Ocean, abgepfiffen schon die Situation wegen eines Fouls an Mirnes Mesic. Von Mirnes Mesic, der dafür dann auch die gelbe Karte sieht. Richtig beurteilt von Peter Gagelmann. Der Einsatz von Mesic gegen Stefan Sieger völlig übertrieben. Pisano. Damahu kommt nicht an den Ball. Gut gemacht von Zimmermann. Schutzbach. Und Peter Gagelmann erkennt jetzt auf Freistoß
für den FC Saarbrücken. Eines der ersten wenigen Foulspiels von Joel Damahou, dessen Familie von der Elfenbeinküste stammt. In Frankreich ist er groß geworden. Bei Borussia Mönchengladbach bekam er keinen Profivertrag, deshalb der Wechsel zum OFC. Und jetzt gemeinsam mit Robert Wolnikowski in Erwartung des Freistoßes der Gäste. Zimmermann, Wolnikowski. Dennis Berger. Noch nicht so richtig drin wieder in der Partie. Nicht so effektiv mit so viel Esprit wie noch in der ersten Hälfte. Sieger. Stadel. Abgepfiffen. Wegen Fouls an Stefan Sieger. Girgic. Feltan, Berger. Und ein erneutes Foul, das den Spielfluss unterbricht. Es ist ein Fußballflickenteppich aufgrund der vielen Unterbrechungen, der vielen Fouls. Auch deshalb kommt speziell von Kickers Offenbach nicht viel Spielkultur raus. Aber das soll alles kein Alibi sein. Ein bisschen niveauvoller könnte es schon vonstatten gehen. Von Seiten des Aufstiegsfavoriten. Der den ersten Wechsel vorbereitet. Offensivspieler Thomas Rathgeber steht schon bereit. Aber erst einmal Ocean. Nicht nur Rathgeber, sondern auch Elton da Costa steht am Spielfeldrand, wird gleich eingewechselt werden. Damit wird sich das kreative Potenzial der Kickers auf jeden Fall erheblich erhöhen. Stadel. Auch das völlig unnötig von Manuel Seitz. Der hat auch schon gelb. Muss genauso aufpassen wie Stefan Sieger oder auf der anderen Seite Mirnes Mesic. Pisano. Pisano! Er spielte in der vergangenen Saison noch mit Joel Damahou bei Borussia Mönchengladbach 2. Und jetzt nach einer Stunde beim Spielstand von 1:0 zwischen Offenbach und Saarbrücken kommen zwei Neuzugänge auf Offenbacher Seite. Zum einen geht Nicolas Feltan nach einer engagierten Leistung vom Feld. Genauso wie Mirnes Mesic. Und es kommen Elton da Costa, der vielleicht wertvollste Neuzugang beim OFC. Und es kommt Thomas Rathgeber. Er spielte zuletzt in Unterhaching, schoss da allein in der Rückrunde 9 Treffer. Und Elton da Costa, wie in der ersten Hälfte bereits angesprochen, der ehemalige Spielmacher des FC Augsburg. Wegen einer Wadenverletzung die letzten zwei Wochen im Training gehandicapt. Deshalb jetzt erst nach einer Stunde in der Partie. Wolnikowski.
Ratgeber übernimmt den Platz von Mesic auf der rechten offensiven Seite. Haas. Lamau. Lamau, Haas. Guter Ball von Steffen Haas. Vorteil, Da Costa. Und auch der sucht sofort Olivier Osch. Und Saarbrücken macht es den Offenbachern nach. Ebenfalls zwei Wechsel auf Seiten der Gäste. Giuseppe Pisano und Nico Weißmann müssen runter. Dafür kommen Jonathan Sitko und vor allen Dingen mit der Nummer 13 Ufuk Özbek. 17 Jahre erst alt, hatte sich mit dem Trainer der zweiten Mannschaft des FC Schalke nicht verstanden und weil schon länger Kontakt zu Jürgen Luginger bestand, hat er sich entschlossen, nach Saarbrücken zu wechseln. In der Vorbereitung war er mit der treffsicherste Schütze bei den Saarbrückern. Kopilas. Haas. Angegangen von Markus Mann. Hubert, Lerandi und Schutzbach. Unter Druck gesetzt von Ratgeber und Ocean werden die Kickers belohnt jetzt mit einem Einwurf. Ratgeber. Telch. Sieger. Özbek. Zeitz. Lerandi. Schlecht gemacht vom Saarbrücker Abwehrspieler und somit die Chance für Berger. Steffen Haas. Ocean. Olivier Ocean. Und wenn man aufsteigen will, dann muss man so eine Situation, so eine Überzahlsituation viel, viel besser ausspielen. Das war viel zu kompliziert gedacht von allen Offenbacher Offensivakteuren. Und somit hätte es fast auf der Gegenseite einen Konter von Saarbrücken gegeben. Der allerdings ist abgefangen und auch schon wieder abgegeben. Also trotz der Hereinnahme von Elton Da Costa, dem so spielstarken Regisseur im Zentrum, vertraut Offenbach weiter auf das Hoch- und Weit-Prinzip. Schutzbach, Teixeira, Damahu. Und wieder geht's hoch und lang. Das ist nicht die Art, wie man Elton Da Costa bedienen muss. Den muss man die Kugel in die Füße spielen. Sitko, der Eingewechselte, und Da Costa hat mal den Ball und das Spielfeld mal vor sich. Ratgeber macht es dann auch wieder zu schwierig. Glück für die Kickers, dass es noch einen Einwurf gibt. Teixeira. Und Ocean gegen Hubert. Abgepfiffen von Peter Gagelmann.
Andy Hubert, der 19-Jährige, der eine Behandlungspause fordert und die dann auch bekommt. Olivier Ocean. Nicht im 5-Meter-Raum. Also das war kein Foul des Kanadiers. Andy Hubert ist 19 Jahre jung. Wird es in seiner Karriere noch lernen, sich da entschlossener im Luftduell zu behaupten. Deshalb gibt es auch keinen Freistoß, sondern Abstoß. Auch Peter Gagelmann das nicht als Foul gesehen. Ocean. Sieger, der viel zerstören muss auf Saarbrücker Seite, wenig für das Spiel nach vorne unternehmen kann. Ratgeber. Und es gibt für Wolfgang Wolf und Kickers Offenbach den zweiten Eckball dieser Partie nach gut 69 Minuten. Da Costa. Teixeira unterbricht den Konter. Haas. Steffen Haas und Hubert. Saarbrücken ist eine Mannschaft, die sich über ihren geschlossenen Zusammenhalt definiert. Dieses produktive Miteinander, das soll eigentlich wie in den Jahren zuvor auch in dieser Saison das Mittel zum Erfolg sein. Hier und da fehlt die individuelle Qualität, die soll durch Leistung, durch leidenschaftliche Leistung kaschiert werden. Das hört sich alles schön an, sieht aber noch nicht vielversprechend aus, was der Aufsteiger hier in der zweiten Hälfte zu bieten hat. Zeitz. Ball erneut im Aus. Nach der Ablage von Zeitz auf Forkel. Und Teixeira. Berger. Teixeira. Gutes Zusammenspiel mit Dennis Berger. Berger und Hubert. Ausnahmsweise mal konsequent über die Außen gespielt. Nils Teixeira und Dennis Berger. Und wie eben über rechts vor gut einer Viertelstunde, jetzt über links, wird es dann auch gefährlich für die Gäste. Ocean. Teixeira. Damahu. Ratgeber. Sieht auch wieder in die Mitte. Ocean. Ratgeber. Haas. Nächster Eckball. Die Kickers steigern so langsam die Frequenz und so langsam wird es ungemütlicher für die Gäste. Der eingewechselte Da Costa darf jetzt die Standards übernehmen. Da Costa
auch wenn er als Spezialist gilt. Das war ausbaufähig vom Brasilianer. Nächste Chance, der Einwurf von Christian Tech. Auch das nicht gut gemacht von Thomas Rathgeber. Trotzdem bleiben die Kickers in Ballbesitz. Also da fehlt noch einiges und trotzdem führt Offenbach weiterhin mit 1:0. Und halten Saarbrücken weiter hinten, denn es gibt einen Eckball. Den insgesamt jetzt schon fünften. Und das ist die Chance und das Tor! Olivier Oschen und das 2:0 für Kickers Offenbach. Aufgrund der Vielzahl der Bälle, die er vorne verarbeiten musste, hat er sich das auch verdient. Olivier Oschen, der Neuzugang von Lilleström aus Norwegen mit seinem ersten Tor für Kickers Offenbach. Wolfgang Wolf hat für Standardsituationen explizit eingekauft. In engen Spielen, sagt er, da geht manchmal nichts anderes. Heute ist es eng und heute klappt's durch Oliver Oschen, der reinläuft. Und von keinem Saarbrücker, der ernsthaft verfolgt wird, da stellt sich auch keiner in den Weg. Und prompt ist der zweite Treffer perfekt. Olivier Oschen. ,86 Meter ist er groß, hat es viel mit dem Kopf versucht heute. Jetzt trifft er zum zweiten Treffer des Tages und eine gute Viertelstunde vor Schluss sind das beste Voraussetzungen für den perfekten Auftakt für Kickers Offenbach. Telch, Damau. Zeitz. Findet der Aufsteiger hier heute auf den doppelten Rückstand noch eine Antwort? Zeitz. Girgic gegen Kopilas. Girgic, Wulnikowski. Zimmermann. Nico Zimmermann und nochmal Wulnikowski. Eckball gibt's für Saarbrücken. Bester Angriff in der zweiten Hälfte des FC Saarbrücken. Eine Einzelaktion von Girgic. Das ist zu billig, wie Stadl und Kopilas auf Offenbacher Seite sich da verwirren lassen. Der Eckball kommt. Und auch der war nicht ohne. Manuel Zeitz lässt den Ball ins Aus. Nächster Eckball für Saarbrücken. Es ist der zweite für die Saarländer in dieser Partie. Wulnikowski. Schutzbach. Und Özbek. Wenn einer hier dem Tor von Robert Wulnikowski noch gefährlich werden kann, dann sicherlich Ufuk Özbek. Der hat einiges im technischen Repertoire, ist türkischer U18-Nationalspieler. Und in der Vorbereitung, wie gesagt, mehrfach getroffen. Mann, Lerandi. Wolfgang Wolf feuert seine Spieler nochmal an. Nach eigener Auskunft hat er nur selbstbewusste Charaktere verpflichtet. Solche Spieler, die sich auch mal gegen ein Ergebnis wehren, die unbedingt gewinnen wollen. In der vergangenen Saison spielten die Kickers fast in jedem dritten Spiel unentschieden. Das hat Wolfgang Wolf sehr missfallen, dass da viele mit Zwischenständen von 0-0, von 1-1 zufrieden waren. Und deshalb hat er siegeswillige Spieler verpflichten wollen.
scheint so, als sei es ihm vorerst gelungen, dass diese Spieler das Gewinnen dann auch in die Tat umsetzen. Girgic wird langsam munterer. Freistoß gibt es für Saarbrücken. Sie sind im Schnitt alle etwas kleiner als die Offenbacher. Lange nicht so kopfballstark wie die Kickers. Haas. Kopilas. Und der Freistoß ist überstanden. Sechs Testspieler hat Saarbrücken in der Vorbereitung absolviert und nicht eins davon verloren, und das gegen hochklassige Gegner, wie beispielsweise den französischen Erstligisten Agi Auxerre. Das war ein 2:2, dann beim FSV Frankfurt ein 3:0 Erfolg und beim letzten Test letzte Woche gegen einen anderen Zweitligisten, gegen Alemannia Aachen, ein 0:0. Aber diese Ergebnisse sind dann letztlich heute alles nichts mehr wert. Südko, Zeitz, gut gemacht von Manuel Zeitz. Und so Ufuk Özbek in Position gebracht. Sein älterer Bruder Baris Özbek ist übrigens in Diensten von Galatasaray Istanbul. Ocean. Gut verteidigt von Markus Mann und von Schutzbach. Seit dem Treffer ist es den Kickers nicht gelungen, wieder Ruhe reinzubringen. Wieder mal einen vernünftigen Angriff vorzutragen. Weil Saarbrücken eben angefangen hat, sich stärker zu wehren. Die Saarländer werden in Kürze auch einen weiteren Stürmer bringen, der auch die nötige Körpergröße von über 1,90 hat. Markus Fuchs macht sich gerade bereit. Foul von Markus Mann, gut gesehen von Peter Gagelmann, dass der sich da kurz bei Ocean aufgestützt hatte. Und auch Offenbach wird wechseln. Wenn es jetzt auch noch nicht Peter Gagelmann erlaubt. Aber Sead Mehic steht zumindest bei Wolfgang Wolf schon mal an der Seitenlinie bereit. Der Freistoß von Da Costa. Und jetzt nach 82 Minuten gibt es den Wechsel. Als ersten Neuzugang haben die Kickers ihn verpflichtet, den ehemaligen Kapitän des FSV Frankfurt. Sead Mehic kommt für Dennis Berger. Während auf der anderen Seite Stefan Sieger den Platz verlässt und Markus Fuchs eingewechselt wird, bekommt Dennis Berger vor allen Dingen aufgrund seiner starken ersten Hälfte Standing Ovations. Und dann ist da eben Sead Mehic. Hat ein Vertragsangebot beim FSV Frankfurt abgelehnt. Die wollten ihn nur noch für eine Saison verpflichten. Und so will er die nächsten beiden Jahre, die dann auch wohl die letzten seiner Karriere sind, bei den Kickers verbringen. Sead Mehic.
der natürlich jetzt aufgrund seiner Erfahrung, 35 Jahre ist er alt, vor allen Dingen dafür zuständig ist, Ruhe am Ball reinzubringen, während Zimmermann die nächste gelbe Karte sieht. Das Spiel der Kickers soll Mehic beruhigen. Andreas Moller wollte Mehic übrigens schon letzte Saison verpflichten. Damals war der damalige Trainer Hans-Jürgen Boysen aber noch dagegen. Das Foul von Zimmermann an Damau mit schmerzhafter Wirkung für die Nummer 6 der Kickers. Der aber scheinbar weitermachen kann. Für mich einer der Besten. Wolfgang Wolf hatte ihn vor 6 Monaten schon mal beobachtet. Joel Damau, damals bei Borussia Mönchengladbach 2. Hat also nur in der Regionalliga gespielt. Da muss man sich an dieses neue Niveau in der neuen Liga, in der dritten Liga auch erstmal gewöhnen. Geht es schneller zu, robuster zu. Aber das hat er bisher sehr stark gemacht. Haas. Eine Herausforderung für Wolnikowski, aber der ist gut genug in der Ballannahme. Pfiffe gibt's, weil Peter Gagemann Joel Damau es jetzt wieder reinbittet. Schwer hatte gegen Markus Mann den Ball zu bekommen. Ratgeber, Haas, Damau, Mehic. Richtig gut gespielt, Sehat Mehic, Mehic! Na, das wäre ein Einstand geworden. Aber er zeigt an, wie es auch gehen kann bei den Kickers. Nicht immer nur dieses Langstreckengebolze, dieses Hoch- und Weitprinzip auf Oliver Ocean, sondern auch einmal niveauvoll. Im Passgefüge, Sehat Mehic. Fünf Minuten noch, der FC Saarbrücken. Nach einer guten Phase, nach dem zweiten Gegentreffer, jetzt wieder etwas zu sehr im Ruhestand. Dabei sind jetzt 3 hauptberufliche Angreifer vorne in der Spitze. Zeitz, Girgic. Gut gemacht von Girgic. Zimmermann, Fuchs und das ist Sötzbeck. Also bei den Kickers lässt speziell in der Defensive immer mal wieder die Konzentration der Abwehr nach. Nächste hohe Ball ist gekommen. Forkel und Wolnikowski. Mit einem guten Umschalten, auch wenn der weite Abschlag dann doch nicht bei Steffen Haas landet. Viel Platz für Zimmermann. Weiterarbeiten, hat der Wolfgang Wolf da reingerufen, denn wie Zimmermann da so frei zum Schuss gekommen ist, dass er den Ball überhaupt so frei annehmen konnte, das darf eigentlich beim Spielstand von 2:0, 3 Minuten vor Ende nicht passieren. Trotzdem, das Publikum ist zufrieden und kommt noch einmal.
Saarbrücken hatte eine kürzere Vorbereitungsphase, weil die Saison später zu Ende gegangen ist. 10 Tage weniger Training als die Kickers in der Vorbereitung. Vom Fitnesszustand ist der Trainer Jürgen Luginger eigentlich überzeugt. Aber vielleicht fehlt es jetzt auch an der Kraft. Ocean. Ein Glücksspiel für seine Mannschaft, ob er das Foul bekommt oder ob es gegen ihn gepfiffen wird. Aufgrund seiner Körpergröße von gut 1,90 ist das für den Schiedsrichter nicht immer ganz einfach zu beurteilen, wer da wie irregulär vorgeht. Schutzbach gefoult von Ratgeber, das gibt die nächste gelbe Karte. In der vergangenen Saison waren die Kickers die 1. Mannschaft in der 3. Liga. Diesen Erfolg, so prophezei ich, werden sie in dieser Saison nicht wiederholen können. Aber ihnen geht es auch eigentlich nur um den Aufstiegsplatz in der Tabelle. 1,5 Minuten noch. Wenn bei Saarbrücken etwas passieren soll, dann muss es jetzt passieren. Forkel. Kopilas, Zimmermann, wegen Handspiels abgepfiffen von Peter Gagelmann. Und so läuft dann die letzte Minute, auch wenn Saarbrücken hier heute verlieren sollte. Besser ist es in der vergangenen Saison auch nicht losgegangen, ganz im Gegenteil. Damals gab es am ersten Spieltag eine 0:6 Schlappe gegen Elversberg und trotzdem folgte am Ende der Aufstieg. Kopilas. In aller Professionalität und Ruhe versuchen die Kickers das jetzt hier zu Ende zu bringen. Noch ist nicht angezeigt, wie lange Peter Gagelmann hier nachspielen lassen will. Ratgeber. Die Eckfahne als Fluchtpunkt. Geht nicht auf seinen Plan. Abschluss gibt's für Saarbrücken. Eine Minute Nachspielzeit hat Peter Gagelmann angezeigt. Also das wird ein Sieg von Kickers Offenbach werden. Ein verdienter Sieg, weil die Mannschaft einfach mehr unternommen hat. Mehr den Sieg wollte und deshalb hier auch verdient. Die 3 Punkte hier behalten wird. Saarbrücken bleibt die Erfahrung, eins der schwereren Auswärtsspiele schon einmal hinter sich gebracht zu haben. Nächste Woche erwarten die Saarländer dann Eintracht Braunschweig. Das ist der 2. Aufstiegsfavorit neben Offenbach. Also ein ganz schweres Auftaktprogramm für den Aufsteiger. Özbek zeigt nochmal seine Klasse. Girgic. Und es gibt Elfmeter. Nee. Gelb gibt's für Girgic aufgrund einer Schwalbe. Und das ist auch die richtige Entscheidung von Peter Gagelmann. Schauen wir mal hin. Girgic gegen Teixeira. Er wird getroffen, allerdings vorm 16-Meter-Raum und hätte dann noch weiterlaufen können. Also das war zu offensichtlich auf einen Strafstoß aus. Und das war gleichzeitig die letzte Aktion. Kickers Offenbach besiegt im Auftaktspiel der 3. Liga den 1. FC Saarbrücken mit 2:0. Dank Tore von Olivier Ocean und einer Tor-Koproduktion von Steffen Haas und dem Saarbrücker Markus Mann zum Führungstreffer. Olivier Ocean sicherlich eine der Entdeckungen an diesem Spieltag aufgrund seiner Präsenz, aufgrund seiner vielen Ballkontakte. Und natürlich aufgrund seines Treffers. Saarbrücken war insgesamt zu schwach im Angriffsspiel. Zu wenig Torchancen konnten die Saarländer kreieren. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn man 2:0 am Biberer Berg gewinnt.
verliert, pardon. Markus Mann, also mitverantwortlich. War es ein Eigentor oder war es ein Treffer von Steffen Haas? Das werden wir gleich nochmal im Gespräch mit Werner Damm genauestens erforschen. Und ansonsten geht es für die Kickers schon am Dienstag weiter, dann mit in einem Testspiel gegen die Mainhausen-Auswahl. Und dann geht es nächste Woche zu einem weiteren Auswärtsspiel, zu einem weiteren Aufstiegsfavoriten, nämlich zum SV Sandhausen. Da treffen sich gleich zwei Favoriten. Die Kickers müssen nach Sandhausen, wo mit Stefan Zinnow, David Ulm und Regis Dorn ja mittlerweile schon drei Ex-Offenbacher spielen. Sandhausen für Wolfgang Wolf auf jeden Fall der Top-Favorit auf den Aufstieg. Das heute war ein ordentlicher Beginn. Eingespielt sind die Kickers noch nicht. Aber gewonnen haben sie mit 2:0 gegen den FC Saarbrücken. Und damit runter zu Werner Damm. Ja, schönen Dank, Marc, für deinen Kommentar zu diesem Spiel. Ich darf jetzt neben mir die beiden Trainer begrüßen. Wolfgang Wolf aus Offenbach und Jürgen Lueginger vom 1. FC Saarbrücken. Zunächst mal Glückwunsch zum Sieg ihrer Mannschaft. Der Auftakt ist gemacht in Richtung Unternehmen Aufstieg 2. Bundesliga. Wie fällt denn Ihr Fazit aus, nachdem Sie ja, naja, sagen wir fast den ganzen Kader ausgetauscht haben? 15 neue kommen, 16 sind weggegangen. Ja gut, ich denke mal, das war heute ein schweres Spiel. Alle Anfang ist schwer. Saarbrücken hat in der Vorbereitung kein Spiel verloren. Sie waren ein ganz, ganz unangenehmer Gegner. Und ich bin sehr froh über die 3 Punkte. Jürgen Lueginger, bei Ihrer Mannschaft war es ein bisschen anders. Der Stamm erhalten, punktuell verstärkt. Wie waren Sie zufrieden heute mit der Leistung Ihrer Mannschaft? Ja gut, wir haben gesehen, Offenbach hat eine starke Partie gemacht. Und ja, meine Mannschaft muss sich erst noch an die dritte Liga gewöhnen, was das Zweikampfverhalten angeht, ja, die Schnelligkeit vom Spiel. Aber ich denke, über 90 Minuten haben sie sich ganz gut verkauft. Und wenn wir von dem Spiel einiges mitnehmen, denke ich mal, dann wären wir auch stärker. Aber heute war einfach Offenbach über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Ja, wenn Sie, liebe Zuschauer, jetzt im Hintergrund vielleicht etwas Lautstärke hören, dann werden die Offenbacher Fans ihre Mannschaft feiern. Da sehen wir hier gleich. Wir sollten uns dennoch ein bisschen weiter unterhalten. Wir können ja ein bisschen zuschauen, was da passiert. Schauen mal auf das Tor in der ersten Halbzeit. Da war Ihre Mannschaft, Herr Lueginger, sehr zurückhaltend. Gewollt oder gezwungen durch Offenbach? Nein, das war gezwungen durch Offenbach. Wir haben eigentlich in der ersten Halbzeit versäumt, aktiver zu sein, ja. Mehr den Weg nach vorne zu suchen einfach. Und dann war es eine Frage der Zeit, wenn man dann mal ein Gegentor bekommt. Das war halt das, nach den ersten 20 Minuten hätten wir einfach mehr noch nach vorne spielen müssen. Mehr ein Tor von Steffen Haas oder doch mehr ein Eigentor durch Markus Mann? Ich denke, gezwungen von Steffen Haas, da hat er einfach nachgesetzt. Ja, und dann geht der Abwehrspieler rein. Wenn er nicht reingeht, passiert es vielleicht nicht. Aber das war von Steffen Haas erzwungen. Also das war das 1:0. Vor der Pause gab es ganz wenig Chancen für Ihre Mannschaft. Für die eine oder andere von Ihrer Mannschaft wäre möglich gewesen. Deshalb gehen wir gleich mal in die zweite Halbzeit. Der Knackpunkt war sicherlich, Jürgen Lueginger, das 2:0 gegen Ihre Mannschaft. Ja, natürlich. Das fiel natürlich für die Offenbacher zu einer guten Zeit. Ich denke mal, wir waren in der zweiten Halbzeit aktiver. Und ja, wenn es noch länger 1:0 steht, haben wir vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit. Aber es war einfach heute einfach zu wenig. Ja, wir schauen noch mal genau hin. Ihr Kommentar, Wolfgang, zu diesem Tor. Ja, da sind wir gezwungen durch Elton da Costa. Ja. Ja gut, da sind wir stark dieses Jahr, das weiß ich, auch mit Ocean vorne drin. Ja. Und was der Jürgen sagt, ist richtig. Wir waren in der zweiten Halbzeit zu passiv. Dann haben wir Tempo wieder angezogen, haben einer Ecke nach der anderen erzwungen, das 2:0 rausgemacht. Und dann haben wir wieder nur auf Konter gespielt und das nicht gut. Und da muss ich mit meiner Mannschaft reden. Aber sind wir froh über die 3 Punkte heute. Tolle Stimmung hier am Biberer Berg, knapp 10.000 Zuschauer heute. Hat das Ihre Mannschaft, Jürgen Lueginger, vielleicht auch ein bisschen beeindruckt? Zu Hause habt ihr ja viele Zuschauer. Hier waren es heute ein paar weniger aus Ihrer Sicht. Ja, natürlich war das für einige eine neue Atmosphäre auch oder so. Aber offenbar ist stark zu Hause. Und ich denke mal, wenn wir ein Stückchen daraus mitnehmen und lernen, ja, dann war das auch nicht so ein schlechter Anfang für uns, auch wenn wir hier verloren haben. Aber ich denke, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch nach vorne spielen kann und es auch in Zukunft machen wird. Wenn ich Ihre Aussagen interpretiere, dann haben die Neuzugänge ganz gut gestochen. Ocean mit seinem Tor, Da Costa, der die Eckbälle, also die Standards unter anderem geschossen hat, Feldhahn hat ein paar Standards geschossen. Das passt so, oder? Ja gut, wenn ich heute Telsch und Stadel sehe, die haben ohne Fehler gespielt. Das sind meine zwei Jüngsten aus Kassel und Mainz. Und ja, die alten Spieler, die wie Meech und Husteler, die von der zweiten Liga gekommen sind, natürlich 10 Tage nicht mittrainiert. Das hat man gemerkt, sie holen jetzt auf. Elton ist noch nicht bei 100%. Wegen dem hat er heute nicht gespielt. Also wir werden noch stärker und wenn die Abläufe noch besser stimmen, haben wir schon eine ganz gute Mannschaft.
Dennoch hat es hinten nach dem 0:2 ein paar Nachlässigkeiten gegeben. Wir schauen mal auf eine von zwei Saarbrücker Chancen. Und zwar in der 75. durch Gregic hier. Ein bisschen nachlässig, was die Offenbacher Abwehr da macht. Ja, das stimmt. Da muss man sich anders im Zweikampf verhalten. Das ist so einfach. Da hat der Abwehrspieler sich einfach die Bühne lassen, einfach so rumgedreht, ohne Emotionen. Aber das lasse ich mir natürlich nicht oft gefallen. Herr Luginger, warum hat Ihre Mannschaft nicht öfter so gespielt wie hier in dieser Szene? Ja, der Gegner ist auch noch immer da, muss man auch sagen. Ich denke mal, die Mannschaft hat auch ein bisschen die Nervosität dann abgelegt. Und wie gesagt, Offenbach hat auch eine gute Truppe, muss man, wenn man die Namen nur durchgeht. Aber wenn wir ein bisschen Glück haben und machen den Anschlusstreffer, wer weiß, dann geht das Spiel vielleicht doch wieder in eine andere Richtung. Aber das hat uns heute dann auch noch gefehlt. Ihr Manager Dieter Ferner hat in einer Schaltung im Saarbrücker Fernsehen gesagt, also einen Punkt wollen wir hier schon mitnehmen. Ganz ernsthaft, haben Sie daran geglaubt, hier beim Meisterschaftsfavoriten einen Punkt mitnehmen zu können? Ja, wir wollten eigentlich 3 Punkte mitnehmen, ja, wenn es okay geht. Aber gut, hat leider nicht geklappt, aber warum nicht? Ich meine, in Offenbach muss man versuchen, auch die 3 Punkte zu holen, aber wir haben sie heute zu schwer gemacht. Die Saarbrücker haben ein enorm schweres Auftaktprogramm. Jetzt zu Hause Braunschweig, einen zweiten Meisterschaftsmitfavoriten. Kommt Ihnen das eher recht oder eher ungelegen, dass es so stark losgeht? Egal, was kommt. Ich meine, da gibt es keine leichten Gegner in der dritten Liga. Die ganze Programm, wenn Sie angucken. Wir freuen uns jetzt auf die Spiele und wir werden auch noch stärker werden und besser spielen und dann gewinnen die Spiele. Ja, bevor wir dann mit Ihnen noch mal einen wechseln, sollten wir ganz schnell mal zu Carsten Schellhorn gehen. Der hat Dennis Berger, einen der vielen Neuzugänge bei Offenbach am Mikrofon. Ja, erstes Spiel gleich gewonnen, 2:0, gutes Spiel gemacht. Dennis Berger, wie fühlen Sie sich? Ja, hervorragend. Bei den Fans ist es einfach geil. Wir haben uns was vorgenommen für diese Saison. Das haben wir heute gut umgesetzt. Wir können zufrieden sein. War ein super Spiel von uns. Alle haben mitgezogen. Perfekt. Man spürt den Aufstieg schon ein bisschen, ne? Nee. Jetzt warten wir mal ab. Erstes Spiel, es war wichtig. Ich finde immer das erste Spiel zum Reinkommen. Jetzt stehen wir gleich mal oben und da müssen wir uns halten. Machen Sie das? Ja, auf jeden Fall. Danke. Okay. Danke. Ja, noch liegen 37 Spieltage vor beiden Mannschaften. Sie müssen nach Sandhausen mit Ihrer Mannschaft. Auch eine von den Mannschaften, die ganz hoch eingeschätzt werden. Ist Ihnen das ganz recht so? Wir fahren am Samstag nach Tagen, also morgen nach Tagen, zum absoluten Topfavoriten der Liga. Und es wird ein schönes Spiel. Wir haben viele Fans dabei. Und mit dem 2:0 im Rücken kann man ruhig mal nach Sandhausen fahren. Und schauen wir mal, was da drin ist. Also Aufstieg ist schon fast klar hier auf dieser Seite. Kein Abstieg, ist das auch schon fast klar für Offenbach, für Saarbrücken? Ja, ein paar Spiele haben wir noch, aber ich bin zuversichtlich, wenn sich die Mannschaft weiter so entwickelt, ja, dann werden wir das auch schaffen. Also nochmal, bei allem, was hier erzählt wird, wir sind einer der Mannschaften, die oben mitspielen können. Ob wir das bis zum Schluss hinbekommen, bin ich optimistisch dieses Jahr, ob wir denn aufsteigen, um Gottes Willen, das ist noch ein langer Weg. Wir haben heute das erste Spiel gewonnen und das war sehr, sehr schwierig. Okay, 12 Trainer haben dennoch aus der dritten Liga ihre Mannschaft auf das Favoritenschild gehoben. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie beide ganz spontan und schnell hier bei uns waren. Wünsche Ihnen, Herr Luginger, mit der Mannschaft eine gute Heimreise nach Saarbrücken. Dankeschön. Dankeschön.